Ich sehe drei wesentliche Themen. Das ist einmal die Digitalisierung, die Fortführung und Verbesserung des digitalen Prozessweges. Zum Zweiten die im Augenblick sehr in der Diskussion befindlichen Biomaterialien, sei es jetzt als Knochenersatzmaterial, das Thema Allograft, aber jetzt zunehmend auch Ersatzmaterialien für das Weichgewebe. Das wäre der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist für mich nach wie vor die Frage, wie können wir die biologischen Komplikationen minimieren? Thema Periimplantitis. Und mir geht es nicht darum, Therapieoptionen, wenn es dann schon soweit ist, zu entwickeln, sondern Prävention. Wie können wir es schaffen, die Periimplantitis zu vermeiden? Und da sehe ich den Ansatz, das Biological Sealing zu verbessern, den Kontaktpunkt zwischen Weichgewebe und Krone oder Abutment zu verbessern, damit es erst gar nicht zu biologischen Komplikationen kommt. Das sind für mich drei wesentliche Zukunftsthemen der Implantologie.